schmeiß einen Stein. Can't see me. Fast and show. Why are we waiting? So. No weapons. Müssten die Fußspuren sehen? Nein, ich bin falsch gelaufen. Die sehen die Fußspuren nicht. Okay, komplizierte Stelle. Nochmal. Yuki. I'll be far. Quick. Not like this, stupid. Jump. Climb. Yes, be fast. Why are we waiting? No weapons. Ich muss etwas weiter weg vom Busch gehen, weil die sehen mich. Nochmal. Also, okay. I'm here. No. Find the shortcut. Can't catch me. So. We're wasting time. Quick now. Oh, I don't feel that in the morning. Who left those tracks? Who made those footprints? Es kommt doch nicht her. Nee. Mensch. Jetzt ist er nicht mehr gekommen. Okay, also nochmal. Ich muss die zwei positionieren etwas besser. Time is off the essence. Du musst... Hoppla. I will feel that in the morning. No time to waste. Can we go? Okay. Come on. Time to move. So. Der Busch ist ein bisschen klein für uns dreien, ja. Time to move. Also, I'll be fast. I can do it. I'll find the short. Die Kameraperspektive ist so. Warum haben die das nicht so gemacht, dass man diesen Felsen hier nicht sieht auf der Stelle? So dass ein einfacher Sterblicher wie ich das auch gut spielen kann. It's not safe here. Almost there. I can do it. Yes. Shouldn't wait here. No weapons. Der dreht sich um. Ich hätte ihn jetzt mitgenommen. Ich hätte ihn jetzt mitgenommen. Ich wäre nicht so dem abgeneigt gewesen, den mitzunehmen. Stellt sich die Frage, ob ich das irgendwie anstellen kann, dass ich alle drei erwische. Can we go? Oh, find the shortcut, stupid. No, find the shortcut. Can't see me. Who made those footprints? Shouldn't wait here. Faring around something. Who left those tracks? Who made? Die sind sich jetzt, glaube ich, gegenseitig im Weg gestanden, deswegen nicht losgestartet. It's not safe here. So, jetzt warten wir ein kleines bisschen, um zu sehen, wie die sich verteilen. Vielleicht kann ich einen von hinten erwischen, während dass die zurück auf ihre Position gehen. Die Idee wäre, die gehen ja leicht auseinander und dann, wenn es heißt, okay, zurück auf den Platz, wollen die zurück auf den Platz und dann könnte ich mir einen erwischen. Könnte ich mir einen holen und dann eventuell diesen dann hin halt runterschmeißen. Yes, I'll find the shortcut, stupid. Ready as always. Who made those footprints? No, I'll be there shortly. No use waiting. I'm here. Jetzt zum Beispiel. Sleepy knife. In the bushes. Go to sleep. Time to move. I just survived worse. Let's go. Wake up. Let's try. No. We're wasting no weapons. Close call. War das gut? Jeder hat einen Lebenspunkt verloren. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. So, bring die mal alle her. Why are we waiting? Can't catch me. Ich glaube, das ist okay. Muss ich mal schauen, dass ich da entsorge. Okay, da runter. Geh mal dahin. No killing. Der eine steht schon wieder auf, fest. Yeah. Ich
glaube, es ist okay so. Ich habe jetzt alle erwischt. Moving. Time to move. Oh. Sind wir gestorben alle? Ja. Ich lasse das so. Es hat zwar jeder einen Punkt verloren, aber es ist kein Alarm entstanden und sonst auch nichts anderes. Und ich bin an einer sehr komplizierten Stelle vorbei. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wir überspeichern das jetzt. Watch out. Quick. Da ist noch einer. No time to waste, to be fast. Hat er dich jetzt vergessen? Der wäre dann nachher irgendwann einer sehr, zu einem sehr schlechten Zeitpunkt gekommen und hätte mich wahrscheinlich erwischen wollen. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich jetzt über die andere Seite rüberkomme, aber das sollte ja wohl machbar sein. Don't see a way. Quick now. Okay. Als nächstes muss ich den da hinten überraschen. Und zwar ja, so wie jetzt halt. Es gibt ihm genau diesen einen Zeitpunkt. Ah, ich glaube, Yuki ist schneller. Bin mir nicht sicher, ob ich laufen muss oder ob ich zur Hälfte der Brücke hinlaufen muss und dann mit einem. Ja, sie ist schnell genug. Und weg mit ihm. Gut, alle mal da rein in den Busch. Und wie ihr seht, wir sind jetzt weitergekommen. Okay, wir können jetzt durch dieses Geheimding weiter rauf. Dahin oder wir gehen einfach den normalen Weg entlang. Ich kann mich erinnern, an der Stelle habe ich beim allerersten Mal so lange herumgespielt, bis ich einen Weg gefunden habe, das zu machen. Jetzt gibt es hier hinten gibt's Schuss. Darf ich mir aber auch nicht holen. Die habe ich damals echt gebraucht. Hier ist ihre Falle noch und hier ist die Ausrüstung. Das heißt, das hier alles ohne Ausrüstung zu machen. Leute, Leute, wie soll das funktionieren? Samurais kann ich dann gar nicht töten, weil die sind eigentlich unzerstörbar ohne. Und kann ich einen Samurai töten ohne eine Waffe oder so? Nein, kann ich nicht. Vielleicht gehört das nicht zu meiner Ausrüstung, diese Schusswaffe, aber ich denke mal schon. Wir probieren mal ganz schnell so auf wild die Ausrüstung einfach mal zu holen. Nobodo and his brat. Better find Aiko fast. Fast. Wir holen uns jetzt nur ganz kurz die Ausrüstung einmal, um zu sehen, ob mir das was bringt oder ob das den Erfolg behindert oder nicht. Can't do that. No way. Better than nothing. Where'd they put my weapons? Ja. Also wenn ich das Ding hole, ist das schlecht. Ich darf nichts holen. So, wie haben die das programmiert? Es gibt ja immer Hoffnung, ne? Die Hoffnung ist, der Erfolg ist machbar. Das ist die Hoffnung. Sonst hätten die den nicht programmiert. Die wollen mich doch hier nicht irgendwie nur ärgern, oder? Nee, wollen sie sicher nicht. Also kann ich das machen. Vielleicht muss ich auch die Zivilisten noch alle töten. Wovon ich jetzt aber nicht rausgehe, aber... Taijutsu. Better find Aiko fast. Ora, Shotoken. I will not let you touch them. Getting there. Can't go there. No. No weapons. Guards! Das war jetzt sehr ungünstig. Ich dachte, ich kann da noch runterlaufen, aber der schaut immer her. Ich muss durch die Höhle denen sorgen, in die Höhle rein und von da aus weiter, aber und zwar, wenn er runterkommt, das sollte jetzt mein nächstes Opfer sein, der Typ da. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich den töte, aber der rennt halt immer hier rum und das ist schon eher nervig. Man kann hier über diese Klippe runterspringen.
Springt man aber einmal runter, kommt man nicht mehr zurück. Das muss man sich relativ gut überlegen, ob man das möchte. So, jetzt hole ich mir dann. Taijutsu. Right. Better find Aiko fast. Or no chance. Quick now. Schneller, Mann. Das war nicht gut. Vielleicht sollte Yuki dahin. Die kann ihn dann am Boden herumzerren. Wenn es ist. Watch out. Yuki, renn da. Und raus da. I'm coming. No knife. Aiko-san, we're coming. Yes, be fast. We're coming ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil fast and sharp. Wir haben noch einen relativ langen Weg vor uns. Quick. Ich glaube, der sieht keine Fußspuren. Bin mir aber nicht sicher. Aha, okay. Kann man den da runterschmeißen? An irgendeiner Stelle eventuell? Nee, man kann ihn nicht runterschmeißen. Achso. Naja. Es ist nicht wichtig, ihn runterzuschmeißen. Ich muss ihn aber nur runtertragen, aber und zwar dann, wenn der hier nicht da ist. Ich hätte eventuell gleich runtergehen sollen mit ihm. Weiß nicht, ob sich das ausgegangen wäre von der Zeit her. Wir speichern der Stelle. Ich glaube, es ist okay. Also wenn der jetzt hier vorbeiläuft, laufe ich mit der Leiche. Also laufen ist auch relativ. Ich gehe mit der Leiche da runter. Ich schleppe sie umher. Okay. Okay. Can't see me. Almost there. I can do it. Ich muss nur schneller sein als der da oben. Yes. I'm coming. Sehr gut. Almost there. Das war ein quick gutes coming. Stück hier. Aiko-san and Mugen-san need us. So, und jetzt schmeißen wir den weg. I can do it. Haben wir relativ weit. Okay. Gut ist. So. Da oben gibt es halt mehr Ausrüstungsgegenstände und so weiter, aber da wir jetzt hier eigentlich keinen Alarm auslösen werden, sehe ich nicht die Notwendigkeit, noch jemand anderen hier zu verletzen. Also, ohne Ausrüstungsgegenstände hier weiter. Also ich kann da runter. Das wissen wir bereits. Wir probieren hier einen Trick jetzt. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Enemies everywhere. So. Right. Und zwar wollen wir den da anlocken, mal sehen, wie weit das er jetzt Fußspuren erkennt. Bis da hinten hin, okay. Quick now. Moving. Quick. Close one. It'll be close. Done. Wariashi. Don't be lazy. What? Something. Ein bisschen blöd, dass der jetzt genau runterkommt, weil ich wäre jetzt von oben runtergekommen, um den zu erwischen. It's not safe here. I'll make noise. Got to be fast. What's that? Yoji ga kore. Ich lenke ihn nur so lange ab, bis ich. Hier! Quick! Okay. Can't see me. No killing. Ja! Sehr gut.
Ich habe das nur so lange mit den Steinwürfen aufgehalten, bis halt sie von oben gekommen ist. Jetzt habe ich ihn auch einen erwischt. Das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Obwohl es eigentlich eine relativ elegante Lösung ist. Bis jetzt ganz gut gelöst. Okay. Ist keine Selbstmotivation, aber es ist wirklich gut gemacht. Bisher habe ich das relativ gut gemacht hier. So, hier hinten wird es natürlich jetzt um einiges komplizierter hier. Wir haben hier jede Menge Leute und sobald ich jetzt hier runtergehe, wird es jetzt dann schon schlimm. Die mit dem Strohhut, die lassen sich nicht ablenken. Es lässt sich nur der hier ablenken. Steine habe ich nicht wirklich viele hier. Ich habe einen Stein. Kann ich Leute auf die Leute fallen lassen? Ich kann die zwei töten. Von hinten, das geht. Müsste aber zuerst hier, obwohl er diesen Bereich. Die Kamera hat eine Einstellung manchmal. Okay, also ich muss jetzt den da, der hier so über diese Gegend schaut, töten. Ich kann von da unten kommen, kann dann über diese Mauer gehen. Um dieses Haus herum und theoretisch aufs andere Haus rauf oder in dieses Haus rein. Habe aber natürlich das Problem, dass jetzt hier einer ist, der mich anschaut. Und dann hier noch ein zweiter, der den bewacht. Die schauen sich gegenseitig an. Und die gehen nie weg. Nie. Okay. Wir probieren es mal. Fast and sharp. Yes, be fast. Can't see me. Also man kann da runter. Yes. Can't catch me. I can do it. I must remember my duty. Also dieser Zivilist da, jetzt werde ich mal schauen, dass ich mich um ihn mal ein bisschen kümmere. Mal sehen, ob das ausreicht, wenn ich den jetzt hier einfach mal so wie sonst auch Taijutsu. Ora Shotoken. Time for action. Time to move. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht sieht, aber normalerweise laufen Zivilisten weg und kommen nicht wieder, nachdem man sie einmal mit der Faust geschlagen hat. Schauen wir uns das mal an, ob das hier auch der Fall ist. Er hat immer einen Stern und gleich ist er weg. I'll be fast. I'm coming. Now. Fast. Ich gehe mal kurz weg, damit er mich nicht sieht, während dass ich stehe. Eventuell könnte ich sogar Fußspuren legen, um den von da oben da runter zu locken. Vielleicht klappt das sogar. So, wo ist der Zivilist? Der dürfte jetzt weg sein, okay? Der kommt jetzt nicht mehr. Wir probieren mal kurz mit diesen Fußspuren das so zu machen. Okay. So. Quick. Almost there. Shh. Fast and sharp. Can't see me. Nein, das war nicht gut. Also Riesenalarm ist nicht gut. Aber wenn der, es reicht, wenn der von da oben kommt und versucht sich hier die Fußspuren anzuschauen, würde mir schon gefallen. Can't catch me. Okay. I beg you. Can't see me. Who made those footprints? Shh. All you want. Now, sleepy knife. Ha. Go to sleep. Ja, das war sehr gut. Vermisst ihr den jetzt oder was?
Also wenn die jetzt keinen Alarm macht. Das wäre ideal. Was macht das die Zivilistin hier? Die fragt sich natürlich, wo der Typ abgeblieben ist, aber der ist jetzt weg. Sehr gut. Also man kann die echt einzeln auseinandernehmen. Verstehe ich, warum ich damals so lange gebraucht habe, um das zu checken. So, jetzt können wir wieder zum Diener einfach. Okay. Okay. Can't catch me. Sehr gut. Yes, be fast. Done you no wrong. What do I care? Wow. Dass ich das so schnell vorankomme, hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl. Schaue natürlich nicht so wahnsinnig schnell aus, weil ich gar nicht so weit bin, aber dennoch. Kann man da irgendwo anders rauf? Ja, ich muss also ins Haus rein. Quick! I can do it! So, wo müsste ich dann hin? Ich müsste einfach nur mal hier vorbei. Ah, das war nicht gut. Alarm ist ganz schlecht. Weil Dreierpatrouillen können wir nicht brauchen, wenn wir keine Waffen haben. Das ist was, was uns echt stört. Can't see me. Yes. Fast and sharp. Okay, jetzt holen wir uns mal den Typ von da oben. Okay, wir gehen außen rum. Nein, können wir nicht. Die Idee wäre es, mir den Typen jetzt zu holen als nächstes. Wir schauen, dass die Zivilistin von hier weggeht. Dann werden wir auch die Zivilistin mal hauen, damit die dann weggeht und nicht mehr kommt. Ah ja, den kann ich eben Brunnen entsorgen. Das ist sehr gut. Dann muss ich nicht. Ich dachte, ich trage ihn das ganze Bett runter und schmeiße ihn weg, aber ich kann ihn in den Brunnen schmeißen. So. Jetzt warten wir ein bisschen, bis sie reagiert. Sehr gut. Go to sleep. Quick. Runterschmeißen. Gut ist. So, jetzt haben wir. Wow. Viel geschafft. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wird jetzt hier. Gerade in dem Bereich dachte ich, dass es viel schwieriger sein wird. Es hilft halt schon ein bisschen, wenn man weiß, wie es hingeht. Mir ist beim allerersten Mal nicht aufgefallen, dass man da runterspringen kann. Über diese Kante. Um hier von hinten zu kommen. Dann habe ich eben probiert, geradeaus da reinzugehen. Das hat ewig gedauert. So, jetzt werden wir noch die Zivilisten kurz verhauen. Zivilisten sind nie gute Leute hier in dem Spiel. Ich hoffe, ich erreiche sie noch schnell genug. Okay, es geht nicht. Ich muss von hinten kommen. Ich hätte nicht. Schauen wir jetzt mal darauf. Okay. Ja, und da muss ich mich voranarbeiten. Dann sind die zwei meine nächsten potenziellen Opfer. Sollte sie niemand sehen. Ich glaube, es sieht sie auch niemand. Ja, es geht sich gerade aus, dass die nicht sehen. Ja, wir haben ja ein bisschen das Problem, dass der hier beide anschaut. Okay. Nein, die ist in trouble jetzt hier. Die Lady hier. Okay, naja, so viele haben wir gar nicht mehr. Dann haben wir diesen ersten Bereich sogar geschafft. Okay, was jetzt? Also wenn die jetzt zum Brunnen kommt, werde ich sie verhauen, aber jetzt kommt halt der und schützt sie. Indem er da hinschaut. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Okay.
Wir töten sie nicht, aber wir schlagen sie. Das war aber genau richtig, weil es war genau zwischen da und da, dass er da hergeschaut hat und diesen Abschnitt, dieser rübergelaufen, schaut eigentlich die ganze Zeit her. Hat genau gepasst, wie wir die jetzt erwischt haben, die Zivilistin. Es geht wieder eine Runde im Kreis, während das Tier aufsteht und wie wild dann nachher herumschreien wird wahrscheinlich. Jetzt geht die weg, oder? Das ist sehr gut. Okay. Wow. Okay, wir sind echt weit hier. Ich dachte, das wird schwieriger. Wir haben noch keine schlechten Sachen ausgelöst und keinen negativen Erfolg irgendwie erlangt oder sonst was. Wir haben jetzt hier schon ein paar Probleme. Zum Beispiel der Samurai. Wie macht man das? Kill oder don't reclaim any of your gear. Man kann an dem nur vorbeischleichen, an den Samurai. Das ist schon ein bisschen... Weil... Ich habe keine Möglichkeit, ihn zu töten. Nun denn. Und die hier... Also die bewachen... Hier ist ja Aiku, ne? Die muss ich retten. Die ist hier festgefesselt an eine von diesen Säulen. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich halt da... Ja. Die zwei Typen erwische, aber ohne, dass mich jemand sieht hier. Okay, wir probieren mal kurz was. Geh mal rauf. Aufs Haus. Enemies everywhere. Wo ist er? Der alte Mann ist jetzt so hilfreich wie nichts, irgendwie. Die Idee ist... Fast. Ich lege ein paar Fußspuren, die die Typen hoffentlich sehen werden. So, was sieht der? Die Idee ist, ich lege hier mal Fußspuren, die so um die Ecke gehen. Und zwar da, wo der halt nicht hinschaut. Und dann schmeiße ich einen Stein, lass die Typen herkommen. Close call. Time to move. Quick. Right. Got to be fast. I'll make noise. Strange sound. Moving. Who left those no bombs? What do I care? Let's go. Footprints are foreign. Fast and sharp. Yeah. I know you're here. Come on. No weapon done. Yes. Here. Time to move. On the move. We're wasting time. I beg you, please. You can beg. Can we go? I can no killing. Yeah. Go to sleep. Careful now. Wadi Ashi. Watch out. Almost there. So, du bist in deinem Brunnendrang. I'm here. It's not safe here. Der kann er da jetzt runterschmeißen eigentlich. Ja, ich habe ihn erwischt. Ich habe den beide erwischt. Weil die den Fußspuren hinterhergelaufen sind. I will not let you touch them. Quick now. Ich habe jetzt quasi sogar Aiko so gut wie befreit eigentlich. Ich habe noch nicht mal eine Waffe verwendet. Und beim ersten Mal habe ich alle möglichen Waffen verwendet. Und habe mir ewig lang schwer getan. So. Retten wir sie noch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich darf aber immer noch keine von den Waffen nehmen. Das ist ein bisschen komisch gemacht, dass das da hinten, was genau hinter dem Gebäude ist, also auf der anderen Seite der Rampe ist, ja, da haben wir eigentlich gestartet. Kann man das anklicken, das ist schon... So, wir retten sie mal. Aiko-san, did they hurt you? I'm fine. We must find Mugen quickly. They have done you no wrong. What do I care?
Ja, also wir sind jetzt schon mal weitergekommen mit beiden. Yes, be fast. Bisher alles nach Plan. Nach wessen Plan auch immer, ich weiß nicht. Great Normal Safe Game, gibt es ein neues eigentlich? Kann ich auch ein neues machen? Great and New One, okay. Ja, und übrigens, ich spiele das Ganze nicht, indem ich jemanden das abschaue, wie er es gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand gemacht hat bisher online. Weil das Spiel ja doch relativ neu ist. So, jetzt müssten wir weiter. Es gibt noch mehr diesen Bereich eigentlich. Und dann halt diesen, wobei ich, glaube ich, den noch nicht mal hier betreten muss, den rechten Bereich. Ich könnte versuchen, direkt hier aus dem anderen Bereich das zu lösen. Wir werden mal kurz probieren, was passiert, wenn ich jetzt hier, jemanden zum Stein locke. Kommt der? Need a distraction. Oji ga kore. We will do as we please. Right. Something. Saw the way. No! It can't be! Das ist kein. We will do as we please. Kein Problem, wenn man Leute so erledigt. Ich kann jetzt runterspringen, ich kann den auch K.O. schlagen, aber das bringt halt nicht viel, weil. Moving Taijutsu. Sword away. Oh. Ah, nein. Ich könnte den K.O. schlagen, kann ihn aber nirgends hintragen. Oder doch? Nee, oder? Nee, schon. Ganz langsam um ihn herumgehen. Und dann ihn da reinschmeißen. Ich weiß noch nicht, ob das zählt. Ob er dann quasi entsorgt ist oder nicht. Wir probieren das nochmal. Moving. I'm ready. Almost there. No knife. How? So, wenn der sich jetzt umdreht, komme ich runter und verhauen. Dann trage ich ihn weg. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt muss der halt irgendwie aufs. Ja, jetzt. No killing. I'm coming. Quick. Heilsteuerung super funktioniert. Kommt er nochmal zurück? What do I care? No time to waste. The distraction. Wadiashi. What was that? Something. Nochmal. Vielleicht klappt das doch. Das einzige Problem ist, sobald ich mal da runterspringe, kann ich da ebenfalls nicht mehr zurück. Es gibt keine Retour mehr von da. Da stehe ich schon etwas angeschmiert da, weil. I'm ready. Okay. Vielleicht müssen wir gar nicht jemanden töten. Let us keep moving. No, it can't be. Ja schon. Siehst du doch. Darauf? Nein, da oben bin ich versteckt. Kann ich da runterspringen? Da kann ich runterspringen. Da hinten auch, oder nicht? Ja. Also ich kann da runterspringen und aufs Dach rauf. Ah, ich weiß, wie es geht. Also ich werde jetzt versuchen, hier runterzuspringen, dann aufs Dach zu gehen, dann wieder runtergehen.
It'll be close. I beg you, please. Got to be fast. All you want. Right. Ich hoffe, der sieht jetzt die Fußspuren noch. Ja. Who made those footprints? Taijutsu. Anyone here? Stay down. I'm here. I'm coming. We must be swift with haste. Die Frage, was ich mit dem jetzt überhaupt mache. Let us not delay. Ja, was mache ich mit Takuma? Was mache ich mit dem alten Mann eigentlich? Der muss wirklich den Weg entlang gehen, der alte Mann. Guards everywhere. Let's go. No time to waste. We're in trouble. Find the shortcut. Sleep tonight. Komm schon, Mensch. Oh, find the shortcut, stupid. Es ist genau unter dem Haken, anstatt dass er. Bitte nimm den mal mit. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, den abzustellen? Kann ich den anbinden oder so? They have done you no wrong. Why are we waiting? Yes, here. Warte nochmal. Mal sehen, was das jetzt bringt, dass der überhaupt nicht mehr da ist. Ich dachte, diese Säulen habe ich noch nie verwendet, für überhaupt noch nie was. Ich weiß nicht genau, wofür die da sind. Ich dachte, vielleicht kann ich den an die Säule binden, aber. We're wasting time. You can beg all you want. Time to move. Oh, yes. Wenn ich das richtig interpretiere, kann ich den einfach mitnehmen. I can do it. Someone there. Doch nicht ganz so gut. Habe ich doch nicht ganz gut interpretiert. Ja, ich könnte den. Naja, den kann ich gerade halt nicht kaputt schlagen. Naja, ich kann ihn mit dem gleichen Trick anlocken eigentlich, indem ich hier ein paar. Mit zweien hier Spuren mache, zwei erwische. Dann den einen lange genug K.O. schlage, um mit dem zweiten. Darauf zu gehen, um ihn wegzuschmeißen, dann beide zu entsorgen. Ja, das geht schon. Okay, wir machen das alles im nächsten Video. Ich glaube, wir sind relativ weit jetzt. Das ist für mich schon etwas spät jetzt hier. Und, aber doch sehr, sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe eine Lösung. Also die zwei muss ich in Schach halten. Beide auf einmal entsorgen. Zuerst den, dann den. Beide K.O. schlagen, dann einen in Schach halten, den zweiten langsam darüber tragen, wegschmeißen, nochmal runterspringen, den zweiten mitnehmen und die Geschichte wiederholen. Und dann stehe ich eigentlich nur mehr vor dem Samurai. Wobei ich dann mich hier direkt ins Eck stellen muss, wahrscheinlich. Mit allen muss man erstmal vorbei. Und dann muss ich den Samurai immer kurz ablenken. Wow, die haben die Zivilisten einfach getötet. Nachdem ich die halt den halt abgelenkt habe, werde ich da einfach nur reingehen ins Haus, weil ich sonst keine andere Möglichkeit sehe, um da an dem vorbeizugehen. They have done you no wrong. What do I care? Let us take the Wobei Yuki hat noch was. Achso, Yuki hat jetzt auch noch ein paar Sachen an. Sie hat noch ihre Standardausrüstung, die Haarnadel. Damit kann ich Leute töten. Also ich könnte jetzt noch beginnen, Leute zu töten, was ich bis dato nicht konnte, aber jetzt kann ich. Und ich kann sie auch dazu bringen, dass sie halt nur einen ganz begrenzten Sichtradius haben. Also ja, irgendwie werde ich das hier lösen nächstes Mal. Aber wir haben jetzt gespeichert, ist okay. Es ist okay. Es war nicht zu leise eigentlich die ganze Zeit, aber... Ich glaube, es war okay. Ja, 10. Mission. Wir sind unterwegs, ohne jemanden zu töten. Wir wollen diesen Erfolg machen. Also ohne jemanden... Naja, wir töten sie schon. Wir holen uns die Ausrüstung, nicht? Die da herumliegt, beziehungsweise verstreut ist bei den Gegnern. Wir haben bis jetzt alle eigentlich nur mit der Faust niedergeschlagen und irgendwo runtergeschmissen. Wir haben Aiku schon befreit.
sehr schnell, würde ich sagen, obwohl ich jetzt schon über eine Stunde spiele, aber dennoch ist das recht gut gewesen bisher. Ich spiele weder mit Takuma noch mit Kuma, also noch mit diesem kleinen Tanuki, den es dort gibt. Was haben wir noch? Wir wollen versuchen, so viele Leute wie möglich hier wegzumachen, um dann Mugen zu holen und dann irgendwie versuchen, mit Mugen alle anderen zu töten. Ah ja, nein, das geht nicht. Das geht nicht, weil Mugen sich ja selbst umbringt. Ist ja kein Spoiler hier, oder? Nein. Die Serie verfolgen wollen, hätten das halt in der anderen Serie machen sollen. Das ist ja für die Leute, die Erfolge sehen wollen. Ja, auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Tactics. Dann schaffen wir hoffentlich hier einige Erfolge gleich auf einmal und dann machen wir nur noch den Rest mit Töte alle anderen. Die machen wir auch und dann bleibt eigentlich nur mehr der Speedrun mit 25 Minuten, der ziemlich ambitioniert ist, finde ich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was der schnellste Weg ist, aber da werden wir einen suchen. Und dann schauen wir mal, dass wir auch diesen schaffen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und für euer Interesse. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, auch beim nächsten Mal. Falls euch das alles hier gefällt und ihr das gerne kommentieren wollt, immer gerne in den Kommentaren oder falls ihr Wünsche oder Beschwerden habt oder sonst was, würde mich freuen, wenn ihr auch da aktiv seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Wingman.